kommt nichts raus. Aber dafür hat eine andere Mission funktioniert. Und zwar Mission Kühlerfrostschutz und Fahrradspiegel hat in dem Auto- und Radsport oder so. Ja, ich blende euch an der Stelle mal das Logo ein. Super funktioniert. Solltet ihr hier in der Nähe sein und Zubehör benötigen, weil ihr ein Problem mit eurem Rad oder dem Wohnmobil habt, da bekommt ihr alles an Zubehör, was man braucht, um ja, die Kiste vielleicht wieder gangbar zu machen. Ich habe sogar genau den gleichen Spiegel bekommen, wie er dran war. Und den habe ich in den Niederlanden gekauft gehabt. Also werdet ihr wieder happy. So, wir müssen mal gerade den hier vorbeilassen. Wir stehen hier an einem recht einmaligen Spot. Und zwar ist das der Verein Ostfriesischer Stammzüchter. Genau, an der Ostfriesenhalle. Habe ich noch nie gehört? Scheint es ja zu geben, sonst wäre die Halle nicht da. Ganz heute wird über den Kopf verlaufen. Ja. Laut Google stärker besucht als sonst. Und hast du mich vermisst? Ja? So lange warst du ja anders weg. Nee, dich kann man ja nicht lange allein lassen. Du Quatschkopf. Wir fahren jetzt in die Altstadt. Da nehme ich euch jetzt mal mit rein. Jede Menge Spiritosen von Liköre. Ja, das hängt ab von Klaren. Wir arbeiten ja auch mit der Bunte-Kette sonst. Wir machen ja alles selber. Und ganz viele Weine, auch aus den Gebieten, wo ihr unsere Videos schon von kennt. In wunderbarer alten Kulisse und
Das Schöne ist, ihr könnt das Haus hier rüber auch, die Wohnräume, die noch super erhalten sind, besichtigen. Wie ein kleines Geld. Das ist ja ein uriges Fleckchen, ne? Das ist ja, ne? Auf so eine Hafenrundfahrt in den Glaskasten hätte ich jetzt gar keinen Bock. Aber hier liegen ein paar schöne alte Schiffe, ne? Guck mal, auch da hinten. Oh, guck mal hier. So, wo war denn mein Kaffee? Kommt heute nicht mehr. Kaffee ist aus. Können wir aber jetzt vertragen. Du bist ja auch schon hier. Ja. Du hattest ja keine Lust mehr. Ich hätte noch ein bisschen durch Leer fahren laufen können. Ja, ja. Ja, war schon ziemlich anstrengend heute Morgen da im Einkaufsgetümmel an den ganzen Discountern und Supermärkten da oben. Da war echt Hölle los. Wir haben auch jetzt die Straße gefunden, wo wir besser vorher abgebogen wären, anstatt durch das ganze Wohngebiet da hinten zu fahren. Und in Leer konntest du echt über die Köpfe laufen. Ich habe versucht, ein paar Fotos zu machen. Filmen konnte man nicht viel. Habt ihr ja gesehen. Und Leer ist ein schönes Städtchen. Die hinteren Straßen und Gassen haben wir nicht mehr gemacht. Irgendwo haben wir jetzt keine Lust mehr. Jetzt werden erstmal die Füße hochgelegt. Und hier gibt es auch einen Kaffee, weil hier können wir nämlich auch Platz, wo wir uns hinsetzen können. So, wir trinken jetzt Kaffee. Bis gleich. Da sitzt ja noch einer. Kleiner Abendspaziergang oder Nachmittagsspaziergang. Wir wollen gleich noch grillen, deshalb gehe ich jetzt. Oder jetzt und gleich. Ich will mal runter bis an die Ems. Eben fuhr da ein richtig dickes Schiff vorbei und du kannst, wenn du aus dem Campingplatz rauskommst, hier über den Deich vorne bis zur Hauptstraße gehen.
hast eine tolle Aussicht über die Weiden. Und das Gute ist, der Weg ist auch gepflastert, kommst du gut vorwärts. Und vorne in der Hecke gibt es auch einen Durchgang. Also da ist auch der See, der zum Campingplatz noch mitgehört. Da haben wir auch wieder die Klappbrücke, über die wir eben drüber gefahren sind. Mal gucken, ob wir ein schönes Schiffchen sehen. Kurze Anmerkung eines Idioten, geht den Weg nicht, weil danach kommt ein Zaun. Es kommt zwar eine kleine Kletterhilfe in Form eines Holzpfeilers, aber die Brennnesseln standen jetzt schon so hoch, dass ich mit meiner Dreiviertelhose hier so ein bisschen Parcours laufen musste durch die Brennnesseln. Und auf die andere Straßenseite kommst du sowieso nicht rüber. Aber guck mal, da kommt ein Schätzchen. Hey, ist das ein Wohnmobil? Ist das mal geil. Das ist ja wohl jetzt mal Kult. Du musst sowieso wieder bis zur Kreuzung zurücklaufen, weil du nur da über die Straße vernünftig kommst, ohne umgenietet zu werden. Hauptverkehrsknotenpunkt hier halt. Und unfreundlich. Hallo, alles gut gegangen. Wenn ich will, kann ich ja schnell sein. So, und jetzt gucken wir mal, was da für ein komisches Konstrukt steht. Könnt ihr das erkennen? Ich gehe noch ein bisschen näher an. Da ist irgendwas von einem Fahrrad. Und wie wir eben schon gesehen haben, ist diese kleine Seitenstraße Hotspot unter den Wohnmobilisten, um einen Blick auf die Ems zu erhaschen. Da standen eben noch viel mehr als wieder Einsame da hinten. Echt ein netter Spot. Das wäre ja schon wieder was, ne? Wenn man hier auch übernachten könnte. Ich meine, wir stehen ja super, aber auch hier runter kannst du vielleicht mit dem Rad fahren. Vielleicht kommst du auch nur hinten zu einem der Höfe. Aber überall wieder die Deichschafe, Kühe. Mit Blick auf die Brücke. Und dann gucken wir mal, ob ein Schiffchen kommt. Kommt aber jetzt nicht dran. Ne, gerade die Knuffis, die wissen ja noch gar nicht, dass es nicht gut ist. Wir sind hier an der Nordmafär. Das war eine Pünte, also eine Seilzugfähre zwischen hier dem, ich denke mal, das gehört noch zu Bingum, und drüben dem Lehrort. Und die wurde dann auch gegen 1900, als die Brücke gebaut wurde, ich glaube die alte Brücke aber, wurde die Fähre eingestellt. Aber im Zweiten Weltkrieg musste sie noch mal 5 Jahre herhalten, weil die Brücke zerstört worden war, und könnte heute auch bei Bedarf sofort wieder in Betrieb genommen werden. Also coole Sache. Da hinten sieht man auch noch den Steg, oder wie man es nennt, wo sie dann aufliegt, wenn sie ans Ufer läuft. Ich mache euch gleich mal ein Foto. Das blenden wir am besten mal ein. Aber das ist echt ein schönes Plätzchen, ne? Ich habe schon zu Alfred gesagt. Wäre ja auch noch eine Idee, wenn wir Sonntag vom Campingplatz runter müssen, bevor wir nach Hause fahren. Ja. Richtig lauschig. Wobei die Bohrinsel hinter Ditzum mit Blick auf Emden auch eine gute Idee ist. Waren wir schon mal mit dem Fahrrad, als wir in Ditzum waren. Schauen wir mal. Sonntag soll es noch richtig schön werden. Und da will ich noch nicht mittags nach Hause. Natürlich immer in der Hoffnung, dass wir keine 6 Stunden brauchen. Aber scheint hier ein beliebter Spot zu sein. Das andere Müllentsorgungsgeschehen ist dann hier auch schon passiert. Ja. Hinten kann man den Campingplatz sehen.
Na, ich brauche euch gar kein Bild reinzoomen. Von der Seite ist das ja auch die Anlegestelle. Es will echt kein Schiff kommen. Ne? Jetzt bin ich mit euch bis hier gelaufen. Oh, das ist eine Sandbank. Das siehst du, da sieht man, wie das sich hier auf dem Sand verwirbelt. Auch ist auch alles schlickig. Also ich laufe auch nicht weiter runter, das ist alles schlickig. Und da haben wir auch alles sehr versandet hier, total. Die Ems führt also ganz schön Sand mit. Ich habe mich ja jetzt die ganze Zeit gewundert, warum die Skulptur Balance heißt. Wisst ihr es? Schreibt es mir mal in den Kommentaren. Aber ich gebe euch jetzt die Auflösung. Das ist der Kopf. Bis unter die Reifen sind die Beinchen. Und der gute Mensch jongliert das Fahrrad, das auch nicht mit einem Dynamo, sondern mit Kerze die Welt beleuchtet. Ja, an seinem Kopf, das, was ich von weitem für einen Fahrradlenker gehalten habe, sind seine Hände, die er entspannt hinter dem Kopf verschränkt und sein Fahrrad mit Leichtigkeit in die Lüfte hebt. Jetzt macht das Ganze Sinn. Also ich habe das echt nicht verstanden. Ich weiß zwar nicht, was die beiden oder die drei Streben da noch sollen, aber darüber mache ich mir heute keinen Kopf mehr. Den einzigen Kopf, den ich mir jetzt noch mache, ist, ob wir Salat noch bei dem Grillfleisch machen oder ob ich keine Lust mehr habe. Ich glaube, ich habe noch irgendwo noch ein Glas Möhrensalat oder so. Ich glaube, wir entscheiden uns für die schnelle Variante. Habt ihr auch Schwierigkeiten, euch zu entscheiden, uns ein Abo dazulassen? Oder geht das einfach klick? Was die da zeigen, interessiert uns, verbreitet gute Laune und viele Tipps. Dann danke für das Abo. Schreibt uns gerne unter den Videos in den Kommentaren, wie ihr unsere Videos findet, wie ihr das Gesehene findet. Wart ihr schon da? Habt ihr Tipps für uns, ob wir die Videos verbessern können oder wo wir hinfahren können? Ich bin da mega dankbar. Lasst uns eine Gemeinschaft werden, die miteinander lebt und miteinander sich austauscht. Wenn euch das hier immer gefällt, was wir machen, dürft ihr uns auch gerne ein Like da lassen. Und ansonsten, wenn ihr nichts verpassen wollt, könnt ihr gerne die Glocke drücken. Und natürlich folgt uns auf Instagram und Facebook. Da seid ihr immer ganz nah dabei, wo wir gerade sind. Unsere Videos kommen in der Regel knapp 2 Wochen versetzt, weil wir sie ja noch bearbeiten müssen. Aber wenn ihr schon wissen wollt, wo wir gerade sind und ihr bei dem schönen Wetter vielleicht auch dieses Ziel habt, auf Insta stelle ich regelmäßig Reels ein von den Fahrten, die wir machen. Und ihr könnt schon mal in die Wochenende oder Urlaubsvorbereitung gehen und euch daran orientieren. So, und jetzt ab zu Alfred. Es wird gegrillt. Achso, ne? Nö, ich habe schon eine Scheibe Brot gegessen. Die Sonne will mich ärgern, die ist schon wieder hinter den Bäumen. Eben beim Spazierengehen war es so angenehm. Ja, meine Frau hat lecker hier gewartet. Ja, es gibt Pfannengemüse und Rinderwürstchen und Hacksteaks. Ja, bei Alfred gibt es richtige Steaks. Ja. Ich krieg wieder einen Kinderteller. Bist du aber schon, kannst du was haben. Willst du ja nicht. Okay, ich glaube, heute Abend passiert nicht mehr viel. Guten Appetit. Wir sagen an der Stelle gute Nacht. Vielleicht gibt es einen Sonnenuntergang. Nee, heute habe ich keine Lust. Gute Nacht, wir sehen uns morgen wieder. Macht's gut. Ciao, ciao. Bis morgen. Ciao. Was machst du? Fahrradfahren. So, Jan, das war, sitzt ja an so einem Fahrrad. Fahren jetzt. Guten Morgen. Wir haben ultra lange geschlafen. Ultra lange gequatscht. Ja. Haben dann super Campergespräche geführt. Und dann wollten wir das Stellplatzvideo machen. Aber ich wollte heute eigentlich auch noch nach Wehna fahren. Und freundlicherweise, weil es immer besser ist, wenn die Plätze leerer sind, damit wir nicht so viel Privatsphäre stören. Es sitzen viele jetzt draußen. Können wir das auch morgen? Du hast hier ein Tier. Das ist so eins hier weg. Können wir das freundlicherweise morgen um die Mittagszeit drehen, wenn die ersten oder hier schon der Abreisezeitpunkt passiert ist. Und dann können wir uns hier auch freier für euch bewegen. Von daher bewegen wir uns jetzt auch
in Richtung Wehna. Kommt mal mit, das soll ja ein ganz schönes Plätzchen sein. In Wehna gibt es, glaube ich, auch 2 oder 3 Stellplätze. Mal gucken, ob wir die finden. Aber wir wollen jetzt einfach ein bisschen Fahrrad fahren. Blüht überall der Rhododendron, das sieht richtig schön aus. Ich bin ja wieder im Begeisterungsmodus. Das ist ein Hofcafé? Aber geschlossen. Ja, ist egal. Ich kann das gern wieder eröffnen. Hier ist es so schön. Guck mal, die sind bestimmt frisch auf der Wiese, auf der Weide. Ist mal alles. Ja, es steht ja noch alles. Alles noch hoch, ne? Richtig schön. Viele junge Vögel sah ich schon, Pferde, ja, hier. Die fliehen gleich. Das sind Pegasus-Pferde. Bin ja weit gekommen. Hallo? Ich mache Selfies. Das ist noch eine Telefonzelle, eine gelbe. Hier sitzt er aber schön. Guck mal. Ich wollte das Rad hier so nah dran stellen, damit jeder durchkommt, weil das ist eigentlich ein Fußweg. Ja. Jetzt kommt aber auch keiner mehr raus. Dumm gelaufen, ne? Ja, ganz dumm. Weißt du, wie das aussieht? Wie ein Scharendeich. Nee, nicht Scharendeich. Wie hieß das nochmal? Ein Stückchen weiter, hinter Scharendeich, der nächste Ort. Oh, jetzt ist aber warm, ne? Am Grevelinger Meer, wie hieß er noch? Komm nicht drauf. Wir sind aber jetzt nicht in den Niederlanden, aber auch nicht allzu weit weg. Wir sind in Wehna. Hier gibt es auch einen großen Stellplatz mit 50 Stellplätzen, hier im Yachthafen gelegen. Stehst du auf Asphalt? Ist für mich schon mal wieder ein Tipp für den Winter. Langes Wochenende im Winter,
stehst du trocken. Wäre eine gute Idee. Echt urig hier. Hier vorne ist ein Biergarten. Ich weiß jetzt nicht, wie der in den Wintermonaten geöffnet hat, aber es scheint auch noch eine Innenlocation zu geben. Aber der hat so ausgefallene Sitzmöglichkeiten. Das war ja jetzt schon wieder echt toll. Plattboote, die hier liegen. Die sind ja nicht platt. Die haben ja keine Reifen. Wo ich jetzt gar nicht mit gerechnet hätte, wäre, dass so viele Häuser leer stehen. Auf der Seite weiß ich jetzt nicht, aber hier stehen unheimlich viele leer oder werden gerade komplett renoviert, dass sie vielleicht verkauft wurden. Hätte ich jetzt nicht mit gerechnet. Ja, das sieht doch jetzt, das hat was, ne? Da sind wir wieder. Bis Wehna war eine richtig schöne Radtour. Ihr könnt wunderbar den Ems-Radweg oder Ems-Dortmund-Radweg, irgendwie so heißt er, entlang fahren. Aber was mich in Wehna geschockt hat, im Hafen war ja noch alles toll. Da sagte ich ja noch, einige Häuser hier sind zu verkaufen oder zu renovieren. Aber was wir danach gesehen haben, da stand ja fast jedes dritte Haus leer. Vieles im Verfallmodus, war nicht ganz so schön. Haben dann noch eine Runde bis Stapelmoor geträgt, sind dann weiter wieder an der Ems, am Deich entlang zurückgefahren. Und Tea Time oder Coffee Time. Jetzt wird ein bisschen relaxed. Und dann schauen wir mal, was wir heute Abend noch machen. Wir blenden an der Stelle mal aus. Wir sehen uns bestimmt heute noch. Ciao, ciao. Das habt ihr euch bestimmt schon denken können, dass mein letzter Abend noch mal auf den Deich geht. Und was haben wir hier außer unsere, meine geliebten Lämmer? Ein Fundstein. Vielen Dank an Hashtag Küstensteine für diesen wunderschönen Stein. Das posten wir natürlich gerne. So, ich mach mal aus, weil ich mache jetzt ein Foto und werde es gleich auch posten. Ihr dürft mich jetzt auch den Schafeflüsterer nennen. Hier lag eine große Abdeckplane, in der normal, ich glaube, Heu drin ist. Die habe ich aufgehoben, damit die Schafe das nicht fressen. Und habe die in die Hosentasche, also hinten in die Gesäßtasche gesteckt. Die züpfelt da jetzt raus und seitdem rennen die mir hinterher. Ich bin so schnell hier über den Steg gehüpft, dass ich dabei noch in den Streben hängen geblieben bin, umgeknickt bin, weil ich seitlich gegangen bin. Die stupsten mich immer von hinten an. Also ich liebe ja Schafe, aber
Die können ganz schön penetrant sein, wenn es ums Fressen geht. So, Freunde, von mir gibt's nichts. Ich habe euch vor Bauchweh und Koliken bewahrt und alles andere gibt's beim nächsten Besuch. Wir sind nämlich morgen hier weg. Funktioniert immer noch mit der Tüte. Hier, Django hofft auch noch, dass was abfällt. Ich hab nichts für dich. Glaub mir das. Es wird Schlafenszeit, Freunde. Es ist Schlafenszeit. Ja. Es ist Schlafenszeit. Ihr seid gar nicht müde, ne? Ihr seid immer wach. Ihr seid immer wach, ja. Hm? Ihr seid immer wach. Wann schlaft ihr denn mal? Hm? Oh. Jetzt weiß ich, warum die wach sind. Jetzt weiß ich, warum ihr noch wach seid. Hm? Werden die mit der Flasche aufgezogen, wenn die Mutter zu viele hat oder zu wenig Milch? Die hat die nicht angenommen. Nicht angenommen. Aber das sind jetzt von mehreren Muttertieren. Ja. Wie viel haben die in der Regel? Zwei Junge? Ja, also wir hatten dieses Jahr eins und zwei. Mhm. Letztes Jahr hatten ganz viele Drillinge. Aha. Aber in der Regel so zwei. Die haben die gleiche Nummer auf dem Rücken wie die Mutter, ne? Ja. Ja, und ich habe einen dabei, der lief auch erst noch bei der Mutter mit. Mhm. Der hat auch noch eine Nummer, aber die war mit den Drillingen dann doch ein bisschen überfordert. So, nach dem kleinen Plausch mit der Schäferin haben wir jetzt auch noch mal den richtigen Sonnenuntergang. Also von unten sieht das fantastisch aus. Ja. Und jetzt kann ich wirklich nur sagen, an der Stelle gute Nacht. Wir hören uns morgen wieder. Bevor es gleich nach Hause geht, wollte ich noch mal ein bisschen mehr Wasser als nur die Ems sehen. Wir stehen hier auf der ehemaligen Bohrinsel Disterhausen oder so, in der Nähe von Ditzum und haben hier einen wunderbaren Blick auf den Dollart. Gegenüber ist der Hafen von Emden. Ja, sind jetzt eine Stunde hier rumgebummelt. Und jetzt müssen wir langsam nach Hause, weil wir nicht wissen, ob wir wieder 6 Stunden fahren oder vielleicht doch nur 3,5. Wir werden es sehen. Genau. Fazit zu dem Wochenende. Leider. Es war zu kurz. Morgen wieder arbeiten? Auch nicht die beste Idee. Wetter soll hier oben noch schön bleiben. Also es fällt mir jetzt oder uns mega schwer, nach Hause zu fahren. Es waren 4 sehr entspannte, schöne Tage. Ostfriesland, wenn es nicht dauerregnet,
ist eine Reise wert. Auch im Regen kann man natürlich einiges machen. Aber wir haben es jetzt endlich mal geschafft, hier oben 4 Tage keinen Regen zu haben. Wir hatten noch nie Ostfriesland besucht, ohne überwiegend Regen zu haben. Du kannst wunderbar Radfahren, du kannst wunderbar nichts tun. Die Sonne, den Wind. Bitte kann nichts tun. Das Wasser genießen. Und ich kann eigentlich gar nicht sagen, wie doof ich es finde, dass ich jetzt nach Hause muss. Ich hoffe, es hat es euch trotzdem mit uns Spaß gemacht. Und ja, wir sehen uns dann das nächste Wochenende. Da haben wir Pfingsten. Dann geht es auch wieder los. Von daher sage ich an der Stelle, lasst noch ein wenig das Wasser auf euch wirken. Ich genieße jetzt die Fernsicht. Und ihr genießt vielleicht noch eine Runde mit mir mit. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.